So, wir zeigen euch jetzt eine Rostleiche, exklusiv bei Low Budget. So, Waldi, fang mal an. So. Da. Ja. Okay, weiter geht's. Man muss dazu sagen, hier wurde schon mal was gemacht. Genietet. Ja, genietet. Ja, ui. Das ist alles so weich. Aber ich meine. Ah, da. Genau. Alter Falter. Das ist echt Hier geht's übel. weiter eigentlich so. Naja, da geht's weiter. Übel, Aber hier übel. unten muss auch noch Ja. schauen. So, wo war das Rostloch? Ach ja, hier. Hier kannst du in den Innenraum greifen. Alter, mir fliegt der ganze Dreck auf die Hose. Alter. So, willkommen im Innenraum. Wir zeigen euch jetzt ganz exklusiv den Teppich. Der ist hier oben. Hier, ihr seht das, hier ist der Teppich. Flintstone-Style. Flintstone-Style, definitiv. Vorne auf der anderen Seite auch. Hier eigentlich auch. Oh, stopp, da ist noch Metall. Noch ein bisschen. Guck mal her, was da runterfliegt. Ja. Guck mal das, das sollte hart sein. Aber übler ist auf der linken Seite, da ist nämlich von diesem Teil gar nichts mehr da. So, gehen wir mal rüber. Seht ihr das? Hier fehlt alles. Und selbst der Hauptträger ist auch durch hier, hey? Den kannst du mit der Hand schon eindrücken. Also, dass solche Fahrzeuge dann irgendwann mal aus dem Verkehr, hier, ich habe was bekommen. Dass die Fahrzeuge irgendwann mal aus dem Verkehr gezogen werden, das finde ich richtig. Ja, weil, Alter, hau mal drauf, genau. Der ist aber noch teilweise, ist immer noch mal ein bisschen Metall da. Denkst aber du? Eben nicht viel. Jetzt hast du hier ein Loch reingeprügelt. Genau. Guck mal, geht's weiter. Ah, hier ist der Boden auch. Ah, jetzt hast du ein Flintstone-Auto. Teilweise hält der Rost da noch so ein bisschen fest. Aber das ist schon mal einfach. Aber nur mal hier auf dem Boden. Ja. Das ist alles Altmetall, was da liegt. Aber ja, du bist Arsch. Und der Schweller hier sieht auch nicht besser aus. Ihr seht es wie. Ja, das Auto wird eigentlich nur noch von Rost und Farbe zusammengehalten. Wahnsinn. Hau mal hier drauf. Die haben sie ja auch genietet, wie man sieht. Ja, da ist aber auch kein Metall mehr. Ich glaube, das ist einfach nur noch Plastik. Mehr ist es nicht mehr. Ja. So, ich gehe mal rum, pass auf. Hinten links haben wir auch noch was. Uiuiui. Kein Schwerer mehr. Also du dürftest kein TÜV-Prüfer sein, das weißt du, hey. Ja, aber hier geht es auch weiter. Eigentlich sind die Mazdas ja wirklich sehr schöne Fahrzeuge, ja. Aber die sind halt definitiv so übelst vom Rost zerfressen. Ich glaube, die rosten auch schon im Katalog. Mhm. Wirklich. Schade um solche Fahrzeuge, mal, weil die fahren gut. Ist gut. Ja, müsste mal, wie sagt man immer, muss bloß freigebremst ja, werden. Ja, genau. Ja, aber die Scheibe, die hat auch noch kein Grat. Ich kriege einen ganzen Dreck auf dem Arm. Aber sieh mal an, hier ist noch ein bisschen Metall. Ja. Ich baue dir mal die Stoßstange ab. Ist okay, mach mal. Ja, aber hier, guck mal hier, auch durch. Mhm. Da kannst du auch schon mit den Fingern alles abdrücken. Oh, da geht's weiter, guck mal, siehst du? Ja. Sag mal, wo lief denn das Auto? Stand das täglich im Salz oder so? Hier ist ja wirklich alles ringsrum durch. Ich habe mir da Dreck auf den Arm geworfen. Du hast heute Spaß daran, aber hier, ja. Man sieht's. Alles vom Rost zerfressen, eigentlich. Was schade. Was runter, weißt du das? Irgendwas um die 200. Okay. Ja. Es ist eigentlich für so ein Auto grundsätzlich nicht viel. Nee, ja. Gar nicht. Ich meine, von Innenraum her sieht er ja noch halbwegs okay aus. Ja, aber. Das ist ein 30er geworden. Ja, ja, aber sind wir ehrlich, wenn das Auto so untenrum aussieht, dann lief das definitiv mal in Bayern oder keine Ahnung wo. Da, wo halt ganz viel Salz auf der Straße liegt im Winter. In Hochland zum Beispiel und so.
Ja, das würde auch gehen. Weil Innenraum ist echt gut, da kann man echt nicht meckern. Die Türen auch. Die Türen, ja, die wurden wahrscheinlich mal neu gemacht. Aber Innenraum ist eigentlich ganz schick hier. Ja. Tempomat hat er gehabt. Waldi, hast du etwa schon wieder heimlich Alkohol getrunken während der Arbeit? Ja, ja, okay. Was hast du dir denn reingezogen? Eine Fritz-Cola. Nee, das Fritz. Ist keine richtige Sache. Bio, um jetzt hier nicht wegen Werbung einen abzukriegen, Bio-Rhabarberschorle. Das ist ja ekelhaft. Aber das würdest du trinken. Ach, guck mal, die Tür ist ein bisschen schneller. Ja, ich habe hier unten was oben am Sitz gefunden. Was haben wir denn hier? Nee, irgendwas vom Bord. Ich muss mein Handy ganz kurz hinlegen. Nicht schmutzbindendes Sprühfett mit Langzeitwirkung. Das ist leer. Das ist leer. Er hat wohl versucht, hier seinen Unterboden einzufetten, wie die Russen das machen. Da war er aber ein paar Jahre zu spät. Oh, hast du gesehen, hier fehlt die Kappe. Ja, okay. Die Mazda-Kappe. Ja. Ja, aber hier auch überall, hier wurde überall nachlackiert. Ja, alles. Und auch gekittet, hier vorne auch. Da sind 5 Kilo Kitt drin. Ja. Aber die Scheinwerfer gehen noch halbwegs, obwohl, warte mal, die sind doch mal aufpoliert worden. Siehst du das hier? Aber sag mal, fährt da drin die Linse oder? Ne, hier ist eine Linse da. Da ist auch eine Linse da, ja. Ja, die können wir auf jeden Fall mal ausbauen. Mhm. Kann man ja immer mal auf Lager liegen haben. Gut, würde ich sagen, wir bauen uns die wichtigsten Teile aus. Ein Rost nehmen wir natürlich nicht mit. Aber das ist echt eine übelste Rostleiche. So, ich mache jetzt noch ein Foto. Die Dämpfer verlieren auch Öl. Ja, ja, das, eigentlich ist er Schrott. Aber er hat noch ein paar halbwegs gute Teile dran. Ja. Gut, Waldi, würde ich sagen, fangen wir an, hä? Jo, jo. Das machen wir. Gut. Ciao, Leute. So, Leute, Nachtrag zum Video. Der Waldi hat vor uns noch beim Demontieren was gesehen. Was geht weiter eigentlich? Das ist mega verkehrsunsicher. Und da unten merke ich gerade, da gibt es auch kein Blech. Unten. Ja, ja, ich sehe es. Das ist echt. Alter Falter. Hier links ist es nicht? Ja, da ist alles normal. Da ist alles okay. Also so soll es aussehen. So sieht es aus. Alter. Stell dir mal vor, der wäre mit 200 irgendwo lang gedonnert, ey. Oh ja. Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. So, na gut, wir machen Feierabend. Ja. Ciao.